Hast du jemals das Gefühl gehabt, dass du durch Erinnerungen an die Vergangenheit wie in einem unsichtbaren Netz feststeckst? Die schmerzhafte Vergangenheit kann sich an uns klammern, uns von innen heraus lähmen und uns in alten Mustern gefangen halten. Aber stell dir vor, was möglich wäre, wenn du diesen Ballast endgültig abwerfen könntest. Der Prozess des Loslassens verlangt Mut, Ehrlichkeit und manchmal ein wenig Unterstützung. Aber er bietet dir die Chance, deinen Blick auf die Gegenwart und Zukunft neu auszurichten. Es geht nicht darum, die Erinnerungen zu löschen oder die Narben zu verstecken, sondern darum, Frieden mit ihnen zu schließen. Dieser Weg ist kein einfacher, doch er ist eine Reise zur Freiheit, die dich befähigt, das Leben in seiner Fülle zu erleben. Lass uns gemeinsam erkunden, wie du diese innere Transformation beginnen kannst und wie der Schmerz von gestern zu deinem Anker für morgen wird. Wenn du noch nicht Teil unserer Gemeinschaft bist, dann laden wir dich jetzt ein, unseren Kanal zu abonnieren, um zukünftig keine spannenden Videos mehr zu verpassen. Nummer 1: Akzeptiere, was du nicht ändern kannst. Es kann frustrierend sein, wenn wir rückblickend erkennen, was wir vielleicht anders hätten machen können. Doch das Leben folgt nicht immer unseren Plänen und manches bleibt außerhalb unserer Kontrolle. Akzeptanz bedeutet, die Dinge so anzunehmen, wie sie waren und wie sie sind. Es erfordert Mut und auch Übung, diese Haltung zu verinnerlichen, aber sie bringt Frieden in dein Leben. Erinnere dich daran, Vergangenes kannst du nicht ändern. Aber du kannst entscheiden, wie du künftig darauf reagierst. Nummer 2: Lerne, negative Emotionen zu identifizieren. Unsere Gedanken und Emotionen beeinflussen uns oft, ohne dass wir es bemerken. Traurigkeit, Wut oder Schuldgefühle, diese Emotionen nicht zu verdrängen, sondern wahrzunehmen, ist ein wichtiger Schritt. Schreib deine Gedanken auf, sprich mit einem Vertrauten oder nimm dir Zeit, dich damit auseinanderzusetzen. So kannst du lernen, zwischen verschiedenen Gefühlen zu unterscheiden und zu verstehen, warum sie entstehen. Diese Klarheit erlaubt dir, bewusst zu reagieren, anstatt dich von alten Emotionen lenken zu lassen. Nummer 3: Erlaube dir zu trauern. Das Loslassen von Vergangenem erfordert manchmal Trauer, besonders wenn es sich um eine starke Verbindung oder eine prägende Erfahrung handelt. Nimm dir Zeit, dich deinen Gefühlen zu stellen, anstatt sie zu ignorieren. Gefühle von Verlust, Enttäuschung oder Trauer sind normal und Teil des Verarbeitungsprozesses. Lass dich nicht unter Druck setzen. Du entscheidest, wie lange du trauerst und wann du bereit bist, wieder nach vorne zu blicken. Nur durch Trauer kannst du eine alte Erfahrung wirklich abschließen. Nummer 4: Habe Selbstmitgefühl. Wir sind oft hart zu uns selbst, wenn es um Fehler und Verluste geht. Doch es ist wichtig, dich daran zu erinnern, dass du in jeder Situation dein Bestes gegeben hast. Selbstmitgefühl bedeutet, dich mit derselben Freundlichkeit zu behandeln, die du einem Freund schenken würdest. Gönne dir Zeit, deinen Wert zu schätzen und erkenne, dass jeder Fehler Teil des Lernprozesses ist. Durch Selbstmitgefühl entwickelst du eine neue, unterstützende Beziehung zu dir selbst, die dich auch in schwierigen Momenten stärkt. Nummer 5: Schaffe neue positive Erinnerungen. Um den Blick von der Vergangenheit abzuwenden, fülle deinen Alltag mit neuen und inspirierenden Erfahrungen. Plane Aktivitäten, die dir Freude bereiten und die dir neue Perspektiven eröffnen. Jeder schöne Moment, den du bewusst schaffst, hilft dir, dein Leben aktiv zu gestalten. So wirst du nicht mehr nur von Erinnerungen bestimmt, sondern eröffnest dir neue Kapitel und findest Glück im Hier und Jetzt. Nummer 6: Praktiziere Achtsamkeit. Achtsamkeit bringt dich zurück in den gegenwärtigen Moment, der oft frei von den Lasten der Vergangenheit ist. Durch Achtsamkeitsübungen wie Meditation, Atemübungen oder bewusste Bewegungen lernst du, dich auf das zu konzentrieren, was du gerade tust. Dies gibt dir ein Gefühl der Ruhe und Verbundenheit, das dir hilft, alte Gedankenmuster loszulassen. Auch wenn es Zeit braucht, ist das Praktizieren von Achtsamkeit ein wertvoller Weg, um zu einem erfüllteren Leben zu finden. Nummer 7: Umgib dich mit positiven Menschen. Unser Umfeld beeinflusst unser Denken und unser Wohlbefinden.
Menschen, die dich unterstützen und dir zuhören, können dir helfen, Altes hinter dir zu lassen und dich auf Positives zu konzentrieren. Suche Freundschaften, die dir das Gefühl geben, verstanden zu werden, und vermeide negative Einflüsse, die dich in der Vergangenheit festhalten könnten. Ein gesundes, positives Umfeld wirkt stärkend und zeigt dir, dass du nicht allein auf deinem Weg bist. Nummer 8. Verzeihe anderen und dir selbst. Vergebung ist nicht immer einfach, doch sie ist entscheidend, um inneren Frieden zu finden. Es bedeutet nicht, das Verhalten anderer zu rechtfertigen, sondern die Last negativer Emotionen abzugeben. Vergebung öffnet dir die Tür zu neuer Freiheit, denn du befreist dich selbst von belastenden Gefühlen. Durch das Verzeihen schenkst du dir die Möglichkeit, mit einem leichteren Herzen in die Zukunft zu gehen und dich von der Vergangenheit zu lösen. Nummer 9. Visualisiere deine Zukunft. Stell dir vor, wie dein Leben ohne die Last der Vergangenheit aussehen könnte. Visualisierung hilft dir, ein klares Bild von deinem Wunschleben zu schaffen und stärkt deine Motivation, daran zu arbeiten. Mach dir bewusst, was du erreichen willst und wie du dich dabei fühlen möchtest. Diese Vision wird dir Kraft geben, die Vergangenheit hinter dir zu lassen und an deine Möglichkeiten zu glauben. So gehst du mit Klarheit in eine positive Zukunft. Nummer 10. Suche professionelle Hilfe, wenn nötig. Das Loslassen kann eine große Herausforderung sein und manchmal sind professionelle Unterstützung und Begleitung wertvoll. Ein Therapeut kann dir helfen, die Vergangenheit aus einer neuen Perspektive zu sehen und dir Techniken an die Hand geben, wie du sie verarbeiten kannst. Unterstützung von außen bringt oft Erkenntnisse, die uns selbst verborgen bleiben, und öffnet neue Wege zur Heilung. Profitiere von dieser Hilfe, um dein eigenes Wohlbefinden zu stärken. Unser heutiges Fazit: Das Loslassen deiner schmerzhaften Vergangenheit mag sich zunächst überwältigend anfühlen, doch die Reise ist die Mühe wert. Jedes Loslassen ist ein Geschenk an dich selbst und öffnet dir die Tür zu einem Leben, das erfüllt ist von Frieden, Akzeptanz und Freude. Indem du die Vergangenheit verabschiedest, schenkst du dir selbst Raum für Wachstum, Liebe und neue Erlebnisse. Jeder einzelne Schritt ist ein Baustein, der deine Zukunft auf einem Fundament inneren Friedens aufbaut. Der Schmerz mag noch in dir leben, doch du trägst ihn nun auf eine Weise, die dir nicht mehr die Kraft raubt. Die Vergangenheit ist ein Teil deiner Geschichte, aber sie muss nicht deine Zukunft bestimmen. Glaube daran, dass das Leben dir immer wieder neue Chancen schenkt. Nutze diese für ein Leben, das dich wahrhaft erfüllt und dir Freude bringt. Vielen Dank fürs Zusehen und bis bald.